Hallo ihr Lieben, bei uns ist es endlich soweit. Wir fahren zur Bemusterung. Verena und ich sind auf dem Weg nach links fahren und der A3 weiter folgen in Richtung Frankfurt am Main. Genau, und wir fahren nämlich in Richtung Frankfurt am Main, nämlich nach Büchenbeuren. Da ist unsere Bemusterung. Achtung, Baustelle voraus. Da sind ganz schön viele Baustellen voraus und wir sind schon richtig gespannt. Wir waren heute nochmal bei einem Treppenbauer vormittags. Haben uns dann nochmal eine Treppe zusammen konfiguriert, da warten wir noch aufs Angebot. Wir sind schon so gespannt, was das Bad alles hergibt, welche Fliesen, welche Möglichkeiten wir da haben. Super aufgeregt schon, haben die letzten 2-3 Tage eigentlich über gar nichts gesprochen, sonst eigentlich bloß immer Bemusterung, Elektroplanung, Bäder, Fliesen, Treppen, Badewannen, Lichter, bitte, Farben. 205 wir haben noch 2-3 Diskussionsthemen. Zum Beispiel die Treppe, da sind wir uns noch gar nicht einig. Auch mit dem Badfliesen wissen wir noch nicht ganz genau, was wir wollen. Da müssen wir uns morgen dann ja spontan entscheiden und sind da schon mega, mega gespannt. Und wir nehmen euch natürlich mit zur Bemusterung und fassen die wichtigen Sachen zusammen, machen von alles Bilder, Videos und freuen uns schon sehr, sehr auf den Tag. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Wir freuen uns schon total. Ja, also wenn es uns irgendwann in Bayern Nürnberg folgt, dann singen wir uns von zurück. Hier ist schon gar nicht so viel los. Aber das Beste ist, da vorne in 2 Kilometer geht es nach Büchenbeuren. Da ist es, wo wir morgen hin müssen. Ins Bemusterungszentrum hoch. Für unsere Bemusterung von Okal. Das ist die Bauherrin. Nein. Und ich bin der Bauherr. Da bin ich daheim. Nee. Und naja. Und jetzt werden wir nur Abendessen gehen. Und dann machen wir uns einen ruhigen Abend und morgen geht's dann los. Yippie! So, wir sind in unserem Hotel angekommen. Ich drehe mal um, so schaut unser Zimmer aus. Da werden wir jetzt noch ein bisschen Pause machen. Da sitzt noch die Bauherrin am iPad. Und ja, hier liegen nochmal unsere E-Pläne. Hier haben wir ein kleines Sektchen bekommen von der Firma Hoch. Vielen Dank auch dafür. Und hier werden wir jetzt heute noch ja, einen schönen Abend verbringen, nochmal uns über alles Gedanken machen. Und morgen in der Früh geht es dann los zur Bemusterung um 8 Uhr. Morgen ihr Lieben, es ist 6.30 Uhr, das heißt für uns ein neuer Tag und es geht jetzt los zur Frühstück. Auf zur Bemusterung. Ganz genau und ab jetzt darf ich euch ein bisschen was zu unserer Bemusterung erzählen. Ihr seht hier von außen das Bemusterungsgebäude. Das Ganze ist, wie schon öfter erwähnt, in Büchenbeuren bei der Firma Hoch. Die machen die Bemusterung für Okal. Hier machen wir uns gerade auf den Weg nach oben. Als ersten Schritt hatten wir nämlich das ganze Thema Elektroplanung. Wir haben unsere Elektroplanung schon sehr gut vorbereitet, haben sie da durchgesprochen. Am Ende hat es trotzdem noch knapp 1,5 Stunden gedauert, bis alle Schalter, alle Steckdosen, alle Lichter genau da waren, wo wir sie haben wollten. Nach dem Thema Elektroplanung haben wir uns den Fliesen und den Bädern gewidmet. Das ist so da, wo man tatsächlich am meisten Auswahl hat. Deswegen fängt man damit auch an. Ihr seht hier schon mal einen groben Überblick. Im oberen Bereich ist alles mit Türen, Dächern und so weiter und hier unten eben alles rund ums Thema Bad und Fliesen. Alles andere findet ihr im Obergeschoss. Und bevor wir jetzt ein bisschen ins Detail gehen und euch zeigen, für was wir uns am Ende entschieden haben, geben wir euch erstmal eine kleine Tour durch die Möglichkeiten, die ihr da habt bei Okal. Ist vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen. Wir fangen an mit einer Dusche. Das ist zum Beispiel eine Regendusche. Die Regenduschen liegen bei Okal so zwischen 1300, 1500 Euro bis 2800, 3000 Euro Aufpreis. Ihr seht schon, ihr habt hier viele, viele Möglichkeiten, euch zu entscheiden. Zum Beispiel eine freistehende Badewanne. Da wissen wir zum Beispiel den Preis gar nicht. Haben wir uns gar nicht näher angeschaut, weil das für uns gar keine Option war. Allein schon platztechnisch. Ihr seht, es sind überall verschiedene Waschbecken, verschiedene Toiletten, alle mit unterschiedlichen Aufpreisen. Wenn mal der Standard-Version dabei ist, wie zum Beispiel hier, das ist das Pissoir, sage ich es euch entsprechend.
Da links, wo die Verena jetzt steht, hat man dahinter das kleine Standardwaschbecken gesehen, das dabei ist. Das große hier rechts ist zum Beispiel auch schon ein größeres Aufpreis-Waschbecken. Das sind die beiden Waschbecken bzw. die Waschtische, für die wir uns entschieden haben. Da sieht man hier hinten auch nochmal, also viele verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Badewannen, Waschbecken und so weiter. Das ist einer der teuersten Regenduschen, die ihr hier seht. Eigentlich sehr, sehr schön mit der eingelassenen Armatur. Das ist zum Beispiel das Aufpreis-Pissoir. Das kostet, glaube ich, knapp 400 Euro Aufpreis. Das ist die Dusche, für die wir uns entschieden haben. Einer der schönen Regenduschen. Hier unten seht ihr zum Beispiel mal die Möglichkeit, wenn ihr eine 90 auf 90 Gäste-Dusche habt, wie ihr da zum Beispiel so einen schönen Abfluss reinmachen könnt. Das hier ist die Standard-Badewanne, die ihr sehen könnt. Die wird standardmäßig in Stahl ausgeführt. Kostet, glaube ich, wenn man es auf Acryl machen will, 100 Euro. Links ist die Standard-Toilette und das hier ist das Standard-Waschbecken, das ihr dazu bekommt, das bei euch mit dabei ist und auch ein Standard-Wasserhahn. Da gibt es drei Wasserhähne zur Auswahl. Das hier ist die Standard-Dusche. Für uns ehrlich gesagt die größte Enttäuschung. Was ist mit einer modernen Dusche zu tun, weiß ich nicht. Rechts sieht man noch so eine Eckbadewanne und so eine aufgesetzte Schüssel. Also auch solche Sachen sind möglich. Das hier ist ein etwas teureres Aufpreis-Gäste-Waschbecken, ein bisschen eckiger. Und jetzt gehen wir hier noch die Ausstellung entlang. Da ist noch eines Waschbecken, da links die Toilette, für die wir uns im Obergeschoss entschieden haben. Das hier war, glaube ich, die teuerste Regendusche, die hat knapp 2.800 Euro gekostet. Schon mit dem eingebauten Fensterchen drin, wirklich eine sehr schöne Lösung. Hier seht ihr mal eine Übersicht, das sind alles Wasserhähne, für die ihr euch entscheiden könnt, beziehungsweise Mischer. Also wirklich ja, für jeden Geschmack eigentlich was dabei. Jetzt seht ihr hier unsere Fliesen. So sehen unsere Fliesen aus. Dafür haben wir uns entschieden, das ist im Gästebad. Solche Mosaikfliesen, beziehungsweise solche Patchworkfliesen und eben diese dunkle Fliese als Bodenfliese. Und obendrauf ist dann diese Duschwanne, diese Duschfliese, die große. So sieht es dann zusammen aus. Also an der Wand diese Fliesen. Hier seht ihr mal die Verena in der Badewanne. Verena ist knapp 1,70 groß. Dann könnt ihr euch vorstellen ungefähr, wie das bei euch dann so aussieht. Ja, hier sieht man mal verschiedenste Farben der Türen. Inzwischen sind wir im Obergeschoss gelandet. Ich gehe hier mal ganz gemütlich durch die Türausstellung durch. Ihr seht hier verschiedene Möglichkeiten mit Glas, Holz, Glas kombiniert. Es gibt auch Schiebetüren in verschiedenen Varianten. Aufsatz, Schiebetür, inlaufend. Verschiedene Versionen von den Standardtüren. Jetzt hat hier zum Beispiel schon einige Außentüren, Haustüren. Auch da gibt es ja, schöne Möglichkeiten, schöne Türvariationen mit den Griffen. Das kann man recht individuell machen. Die mit den Fenstern sind auch von innen ganz schön. Die größte Enttäuschung war tatsächlich, ihr seht es hier, diese Holztür. Die schaut von außen super aus, ist leider kein echtes Holz, ist von innen komplett weiß. Verschiedenste Möglichkeiten der Dachziegel, braun, rot, schwarz, glänzend oder matt. Und auch noch die Auswahl von Fenstern zum Beispiel, ob man die laminiert haben möchte, in welcher Farbe auch immer. Genau. Wer eine schöne Tür sucht, wird auf jeden Fall fündig. Hier sieht man noch Schalter und Steckdosen in verschiedensten Farben und Variationen. Und hier noch eine Auswahl an möglichen Innenfensterbänken, so ist so Marmorstil und auch so Farben. Und der Aufpreis ist tatsächlich da relativ gering. Das war ein kleiner Überblick, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bei Fragen meldet euch einfach. Wir sind fertig. 5 Stunden Bemusterung sind rum. Wir haben viele neue Sachen gelernt und uns ganz oft entscheiden müssen. Und jetzt gehen wir was essen und dann schauen wir mal, wie viel uns der ganze Spaß kostet und was wir vielleicht noch nachträglich ändern müssen. Ja, nach so einem anstrengenden Tag kann man sich da auf jeden Fall gut entspannen und das Beste ist, man wird sogar von der Firma hoch eingeladen. Wieder bei Okal zurück, bei der Bemusterung, bei der Firma hoch. Wir haben jetzt gegessen. Es ist jetzt kurz vor 5 und ja, jetzt werden wir gleich nochmal reingehen und werden uns die finale Kostenaufstellung anhören und schauen mal, was wir uns alles so ausgesucht haben. Es waren noch 2, 3 Fragen offen. Ein Problem, das wir hatten, war die Schiebetür. Die hatten wir eigentlich vereinbart schon mit der Architektin, dass wir eine Schiebetür von der Küche in die Speisekammer machen. War nicht eingeplant, war so ausgemacht. Aussage von der Architektin war: Ist gar kein Problem, machen wir bei der Bemusterung. Bemusterung sagt, das Architektenthema. Jetzt schauen wir mal, vielleicht können wir das noch über die technische Prüfung reinbekommen. Wissen wir noch nicht, sind wir noch gespannt. Dann haben wir noch eine Preisanfrage offen für Raffstore im ganzen Untergeschoss statt Rollläden. Da warten wir noch und noch 2, 3 Kleinigkeiten, die noch abgeklärt werden müssen. Das ist die Bauherrin. Liebe Bauherrin. Ja. Wie fanden Sie bis hierhin die Bemusterung? Spannend.
schön, teuer. Nee, die Fliesenauswahl hat mich total überzeugt. Also ich fand die wirklich gut, oder? Du auch? Ich fand die Fliesenauswahl auch super. Da haben wir super schöne Sachen ausgesucht und mit wenig oder gar keinem Aufpreis. Aber sonst sind die Aufpreise schon teilweise happig. Da müssen wir noch schauen, wir haben noch die eine oder andere Streichposition auf unserer Liste. Die Haustier fand ich am unverschämtesten. Also, dass man da nicht einen Komplettpreis macht, wenn ich schon folierte Fenster kaufe, dass dann bitteschön auch die Haustiere in derselben Farbe foliert ist und nicht unfassbar viel Aufpreis kostet und nicht bei so einer riesengroßen Haustier vielleicht so ein Mini-Griff dabei ist, sondern irgendwie halbwegs schöner, das wäre schon noch nett gewesen. Das stimmt, in der Standard-Haustür ist ein 40 cm Griff mit dabei. Das macht doch kein Mensch, wie schaut denn das aus? Ja, ja. Das war sehr enttäuschend. Aber trotzdem, wir haben jetzt für ein paar hundert Euro trotzdem eine schöne Haustür gefunden. Ja. Ja. Ja, und es ist meistens gar nicht so, dass die Sachen einfach nur maßlos überteuert sind, sondern dass einfach, wenn man halt was halbwegs Vernünftiges will, man immer einen Aufpreis zahlen muss. Ja, also gerade das Krasseste fanden wir zum einen die Treppe. Also die Treppe hat uns überhaupt nicht gefallen. Da war nichts dabei, was andersweise an unsere Vorstellung rangekommen ist. Das heißt, wir haben die Treppe jetzt abbemustert. Beziehungsweise da warten wir noch auf Rückmeldung, ob wir die komplett abbemustern können. Und das andere war die Dusche. Die Standarddusche finde ich also für 2021 absolut, absolut altbacken. Also das ist so ein ganz kleiner Duschhahn, ich blende ihn hier mal ein. Ganz kleiner Duschkopf und ja, im Prinzip eine Regendusche kostet ab 1700 Euro aufwärts. Ja, die ganz große 4000, glaube ich, kostet die ganz große Regendusche, oder? Ich war auch begeistert von der Kompetenz bei der Elektroplanung, dann konnten wir zumindest jetzt mal augenscheinlich alles umsetzen. Über den Mehrpreis spekulieren wir noch, da kriegen wir jetzt dann auch bald die Infos. Wir schätzen eher so ein bisschen in Richtung fast 3000 Euro oder so. Unsere Planerin für die Bemusterung schätzt ein bisschen weniger, da schauen wir mal, wie viel es wirklich wird. Haben aber zwei, drei gute Lösungen gefunden, die sonst schwierig geworden wären. Und ja, da sind wir jetzt noch sehr, sehr, sehr gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Dann werden wir auf jeden Fall berichten, was das Endergebnis war. Wahrscheinlich dann nicht mehr von hier, sondern entweder dann vom Auto oder von zu Hause, weil ja, wir haben fast 4,5 Stunden Heimweg und werden, sobald wir hier fertig sind und unterschrieben haben oder auch nochmal irgendwas nachprüfen müssen und nicht direkt unterschrieben haben, dann direkt den Heimweg antreten. Und das heißt, da sind wir wahrscheinlich erst gegen 11, 11:30 zu Hause. Deswegen wird es von hier dann kein Update mehr geben. Bis dann und bis bald.